Wahoo, Freddy Firefox hier. Und es fehlt uns ja nur noch eine einzige Stage in dem schönen Gebietchen hier. Normalchip oder Heilchip? Ich denke mal, dass es ja mir keine Nachteile bereitet, von da kann ich auch den Heilchip anwenden. Diese Stage ist definitiv feuerlastig und wir können mal den Splash-Chip verwenden, der wird hier wieder hilfreich sein. Ansonsten Recoil Ward vorerst und... Was mir aufgefallen ist, letzten Stages, die Bosskämpfe gingen ja relativ kurz. Das lag einfach daran, dass ich mit den Mustern nicht wirklich klarkomme auf längere Zeit bei den Leuten. Die habe ich noch nicht so ganz durchblickt und das kann auch was werden nachher bei den Mini-Matches. Aber was jetzt noch kommt, ist der letzte Mega Man Zero 1 Boss vorerst. Der hat eine sehr interessante Stage, wie ich finde. Es ist logischerweise eine Wasserstage bei Blizzard Stack, wohl, das war letztes Jahr nicht so gewesen. Zumindest nicht unbedingt. Und ich muss eventuell meine Elfen überdenken. Ich hatte hier mal Pit-Up benutzt, aber das war eigentlich nicht so sinnig. Denn ich hatte nicht gespeichert gehabt und musste die Stage nochmal machen. Deshalb muss ich mal überlegen, welche Dings ich jetzt nehmen dürfte. Shooters nicht, nee. What vielleicht? Schneller laufen gingen wäre eine Möglichkeit. Wisst ihr was? Nehmen wir einfach Lease. Nee, das hat auch keinen Sinn. Verdammt. Elitas kann ja nicht schaden. Warte, hab ich den gerade zum. Oh Mann, das war verschwindet 200 Punkte. Ist ja auch egal. Ich brauche die Punkte eh nicht so dringend. Autsch. Hier skippen wir den Teil kurz. Den könnte man nachher auch mit dem Triple Watt hier nach oben kommen. Die Typen sind ein bisschen fies gelegt, aber was soll's. Das sollte weiter stören. Ach, ich habe alles mein Ex-Skill auszurüsten. Der hat ja auch seinen schönen Wandel, muss ich sagen. Na? Natürlich leicht schwierige Sprungeinlagen, aber was soll's. Ha, es hat funktioniert, aber er hat's überlebt. Und schon hatte mein Cyber-Elf seine Bewandtnis. Mit dem Bullet Slashing. Gut, damit wäre der Teil abgeschlossen. Man kann in zwei Wegen dieses Stage absolvieren. Ich im oberen, da Wasserpunkte nicht so mein Favorit sind. Hier oben ist noch eine Datei versteckt und diese Eisdinger kann man ja auch, kennt man ja wohl noch aus Mega Man Zero 2. Etwas störend, aber es gibt Schlimmeres. Nicht. Ja, ich weiß. Die Dinger können nerven, aber mit ein bisschen Timing ist das alles kein Problem. Jedenfalls, diese Kanonen aus der Intro-Stage machen wieder eine Erscheinung. Ich könnte auch hier wieder rüber springen, oder? Aber wo soll ich denn meine, wow, Kills für die Wertung herkriegen, ne? Ich liebe meine Ex-Skills in dieser Stage, die haben wirklich eine Bandnis. Und, oh Gott, was tue ich denn? Ja, der ist auch noch da übrigens. Der Ex-Skill, der ist ja nicht auf Eis gebunden. Das heißt, man kann ihn auch so einsetzen. Und dann wäre ich die erste Hälfte der Stage fertig. Ja, die ist nicht ganz so kurz, wie ich finde. Eigentlich sollte ich hier lieber meinen Buster ausrüsten. Der ist bei solchen Gegnern echt ein bisschen sinniger. Oder bei solchen. Auch hier gilt die Devise, lieber langsam als zu schnell vorpreschen. Gerade wenn dann wieder sowas kommt, sollte man das dann doch schon beachten. Kleine Spiked-Fallen, aber die sind nicht das Problem, wenn man den Saber nutzt. Obwohl, soll es eigentlich funktionieren. Hier kann man die bisschen mit dem Ex-Skill belagern. Ah, hier muss man stark aufpassen, wenn man sie runterfallen lässt, wird man mit guter Wahrscheinlichkeit getroffen. Es war Glück, dass es mich nicht erwischt hat. Guck mal da hoch. Ja, gerade noch so. Na. Nicht schön, aber es gibt Schlimmeres. Das war wohl gerade die Boss-Datei, die wir gefunden haben, oder die ich gefunden habe. Autsch. Wie viel HP haben die Dinger denn? Vielleicht ist Feuer einfach nicht effektiv dagegen. Muss ich mitleben. Ansonsten... Ach, noch eins von den Dingern. Ansonsten soll es ja nicht mehr lange dauern, bis wir durch sind. Ich denke mal, hier oben ist die Boss-Tür. Alles klar. Damit treten wir auch einem alten Bekannten gegenüber, wie wir schon am Anfang sehen durften, logischerweise. Blizzard Stackwolf in einem gewohnt großen Raum. Er ist beeindruckt, dass wir es sehr geschafft haben. Er kann Lord Vale nicht entehren und so weiter und so fort. Das ewige Bossgefasel vorher.
Und ich lasse mich erstmal geschickt zweimal treffen. Und, nee, was mache ich denn? Manchmal kommen manchmal schieße noch Eissplitter mit in der Gegend rum. Jetzt da zum Beispiel, aber es geht ja auch einigermaßen. Explodierst du mal? Ja, ich wollte schon fragen, ob der jetzt offscreen irgendwie sich verbuggt hätte oder was weiß ich. Aber gut, es hat alles funktioniert. 3.15, das ist in der Stage jetzt in Ordnung. Feinde genügend. 3 Punkte Schadensabzug, aber was soll's? Das sind immerhin 97 Punkte, das ist genau mein Durchschnitt. Sehr schön, auch im ersten Anlauf jetzt, ohne großartig noch nachzuüben. Und wir haben den Exkill logischerweise erhalten. Wir haben ja einen S-Rang. A-Rang reicht da ja logischerweise. Oh Gott, logischerweise, logischerweise, logischerweise. Ich frage mich nur gerade, was die ganzen Elfen bewirken, die wir erhalten haben. Transfer komplett und so weiter. Sagst du nochmal denselben Text wie gerade eben? Danke, Sivo. Jetzt, wo der Anführer weg ist, müssen wir mich zurückziehen. Gut, gut. Dann gucken wir noch an, was die Elfen großartig bringen. Ich denke, hier haben wir keine Nähe bekommen. Gott, wie viel sind denn das? Na, das sind... Ach ja, das A steht dafür, dass man sie zu Satelliten machen kann. Meine meisten Blockshots and you'll get Energy Crystals. Vermutlich werden wir mit dem Schild das so machen, wie beim zweiten Teil mit dem Exkill, den wir nachher bekommen. So in der Richtung Gurze dürfte das funktionieren. Das heißt, Malteas dashed up, down or jump up, spin. Ah, das sieht dann mal interessant aus. Müssen wir auch vorher upgraden, damit wir das was draus machen können. Satellit. Das gucke ich mir nochmal an, das sieht dann interessant aus. Okay, das ist normaler Dash und wenn ich dann im Dashen nach oben das mache, dann... Ach so, das heißt, ich kann es auch, ich kann auch besser variieren dazwischen, alles klar. Ansonsten... Der Sound wurde leicht verändert, oder? Ja, es ist ganz, ganz hübsch. Ich meine, man kennt es ja, glaube ich, so aus dem ersten Teil noch, wenn ich es da im Dashen nie gekriegt hatte. Kriegt man, glaube ich, nur, wenn man ein volles Level hat. Das hatte ich nie erreicht, warum auch immer. Ich habe es getestet, aber er wollte die letzten Punkte irgendwie nicht zusammenkriegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch... Das ist sehr schön. Das freut mich schon mal, dass wir das auch jetzt endlich haben. Und was den X-Skill angeht, das ist ein Eis-Skill. Und den kann ich auch mal jetzt zeigen. Buster-Shot basierend. Wir laden auf und dann schießen wir diese drei Dinge ab. Nachteil ist nicht... Also wenn wir dashen und so weiter, dann outrun wir das Ding sehr schnell. Das ist dann sehr unpraktisch, wenn wir irgendwas machen wollen. Also, man kann sich damit auf längere Zeit ein bisschen Deckung verschaffen. Na gut, wenn man es richtig einfällt, kann man dann noch so ein bisschen mitschießen, aber ich bin bei dem Ding nicht so ganz sicher. Da sind bei andere Sachen mit dem Buster durchaus lieber. Ansonsten, das war's für diese Folge. Diesmal werde ich auch noch speichern, nicht so wie letztes Mal, wo ich es vergessen habe. Aber im Gegensatz zu Exido war das gerade mal eine 3-4 Minuten Arbeit. Der hat ja teilweise ganze Stages mit allen möglichen Spezialsachen, die bei Mega Man X8 schwer zu finden sind, weggelassen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal wieder, wenn wir, man sieht oben einen Punkt, einen gewissen Feind begegnen. Wer? Das sieht man in der nächsten Folge und bis dahin noch viel Spaß.